Wir sind zusammen in einer Serie, in einer Predigtserie, und die Serie heisst «Göttliches Beziehungs-Know-how». Know-how ist nichts anderes als Fachwissen, und wir wollen von Gott her wissen und auf Gott hören anhand von seinem Wort, von der Bibel. Wie können denn wir, gerade als Nachfolger von Jesus, das sind Menschen, die erkannt haben, dass sie Jesus, ohne Jesus Christus verloren sind und dass sie zu einem wirklichen Leben Jesus Christus brauchen. Wie können diese Menschen in verschiedensten Beziehungsfeldern leben? Wir haben angeschaut in den vergangenen Wochen, wie tut sich denn das Leben mit Jesus auf Beziehung mit Gott auswirken? Was hat es für eine Auswirkung auf Beziehung zu unseren Freunden? Letzten Sonntag sehr ein spannendes Thema. Wie können wir mit Menschen umgehen, wo wir als unsere Feinde würden bezeichnen? Was heisst das ganz genau? Und heute Morgen reden wir über ein spannendes, aktuelles und ein unglaublich herausforderndes Thema. Nämlich, wie wirkt sich Beziehung von uns als Nachfolger von Jesus Christus auf Beziehung zum Status dieser Menschen, die in Regierungspositionen sind. Es geht um unsere Beziehung als Christ zum Staat. Und das ist ein grundsätzlich wichtiges Thema, aber ich muss euch ehrlich gestehen, vor 2 Jahren hätte ich, glaube ich, noch anders über das Thema eine Predigt gehalten als heute Morgen. Einfach aufgrund von all dem, was in den letzten Monaten und anderthalb Jahren gelaufen ist durch die ganze Corona-Situation. Weil die Corona-Situation hat uns etwas deutlich vor Augen geführt. Wir können in einem Land leben, wo wir eine Regierung haben, die gut schaut zu uns, aber durch die Corona-Situation haben wir unsere Regierung ganz anders angefangen wahrzunehmen, so wie wir es uns nie hätten vorstellen können. Eine Regierung, die zum Mal anfängt, Massnahmen zu beschliessen, die uns in unserem persönlichen Leben betreffen, die uns als Kirche betrifft, die eine ganze Gesellschaft betrifft. Und die Frage, die sich praktisch jeder Mensch in unserem Land stellt, aufgrund von dieser ganzen Situation, wie gehe ich jetzt mit dem um? Wie gehe ich mit so einer Regierung um, die so einen Einfluss ausübt jetzt auch auf unser Leben? Wie sollen wir über eine Regierung denken, die Sachen beschließt, die wir nicht wollen? Wie sollen wir uns ihr gegenüber verhalten? Und alles, was ein bisschen Unmut, oder, fängt in uns innen an zu kochen. Oder? Und irgendeinisch braucht es irgendwie ein Ventil, um dem Unmut irgendwie können Luft zu verschaffen. Oder? Die einen unter uns kennen oder alte Dampfkochtopf. Oder? Der hat einfach, wenn man die Geschwelte gemacht hat, dann hat einfach irgendwann müssen den Dampf ab, sonst hat es die Pfanne verhauen. Oder? Und so geht es in uns innen auch. Zunehmend kann es sein, dass unser Herz wie ein Dampfkochtopf ist. Und irgendwie muss noch einmal der ganze Frust annehmen. Die einen verschaffen sich Luft, indem sie lauthals demonstrieren und sagen, jetzt ist genug, jetzt ist fertig. Die anderen verschaffen sich Luft, indem sie auf den sozialen Medien über die Regierung anfangen zu wettern und über die sozialen Medien Sachen schreiben, wo sie Leute in Regierungsaufgaben nie so würden eins zu eins ins Gesicht zeigen. Und andere wiederum tun sich eigentlich dem fügen und sagen, mal, wir haben eine Regierung, die schauen schon gut zu uns. Wir merken, es ist eine grosse Unsicherheit allgemein in unserem Land, aber auch gerade bei Menschen, die Jesus Christus nachfolgen. Und man stellt sich schon die Frage, was ist der richtige Umgang? Und heute Morgen möchte ich mit euch über das Thema nachdenken und über die eigentliche Frage. Die eigentliche Frage in diesem ganzen Thema ist nicht, wie gehst du mit dem Staat und was denkst ist du, von dir her, was denkst du, ist der richtige Umgang? Sondern die Frage ist, was will Gott, wie wir uns als Nachfolger gegenüber Jesus, gegenüber unserer Regierung verhalten? Was ist sein Wille? Wie verändert das neue Leben, das wir in Christus bekommen haben, unsere Beziehung zum Staat? Das schauen wir jetzt zusammen an. Und das machen wir anhand vom Römerbrief. Der Römerbrief ist im zweiten Teil von der Bibel aufgeschrieben. Kapitel 13. Ihr habt auf euren Stühlen so Zettel, da kann man den Text noch mitlesen. Oder wenn ihr euer Smartphone dabei habt und eine Bibel-App habt, dann könnt ihr auch dort mitlesen. Römerbrief, Kapitel 13, die ersten 7 Vers. Römerbrief, Kapitel 13. Da heißt Folgendes. Jeder soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen.
Denn alle staatliche Autorität kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Dem Staat den Gehorsam zu verweigern, heißt also, sich der von Gott eingesetzten Ordnung zu widersetzen. Wer darum dem Staat den Gehorsam verweigert, wird zu Recht bestraft werden. Wer hingegen tut, was gut ist, braucht von denen, die regieren, nichts zu befürchten. Fürchten muss sie nur der, der Böses tut. Du möchtest doch leben, ohne dich von der Regierung fürchten zu müssen. Dann tu, was gut ist, und du wirst sogar noch Anerkennung von ihr bekommen. Denn die Regierung ist Gottes Dienerin, und du sollst durch sie Gutes empfangen. Wenn du jedoch Böses tust, hast du allen Grund, sie zu fürchten. Schließlich ist sie nicht umsonst Trägerin der richterlichen Gewalt. Auch darin ist sie Gottes Dienerin. Indem sie den Schuldigen zur Verantwortung zieht, vollstreckt sie an ihm das Urteil des göttlichen Zorns. Es ist also notwendig, sich dem Staat unterzuordnen. Und das nicht nur aus Angst vor der Strafe, sondern auch, weil das Gewissen es fordert. Darum ist es auch richtig, dass ihr Steuern zahlt. Denn die Beamten sind Diener Gottes, die ihre Pflicht tun, damit der Staat seine Aufgaben erfüllen kann. Gebt jedem das, was ihr ihm schuldet. Zahlt dem, der Steuern einzieht, die Steuern. Zahlt dem Zollbeamten den Zoll. Erweist dem Respekt, dem Respekt zusteht. Und erweist dem Ehre zusteht. Amen. Ein unglaublich herausfordernder, mit Pfeffer und Dynamit gefüllter Text. Der Paulus sagt hier, im Auftrag von Gott hat er das aufgeschrieben, dass sich jeder Christ, jeder Nachfolger von Jesus der Regierung unterordnen soll. Und die erste Frage, bevor wir uns anschauen, was das heisst, ist meine erste Frage, was ist denn die staatliche Regierung, die wir uns unterordnen sollen? Was ist eigentlich die Aufgabe? Und das führt uns gerade zu zwei Wahrheiten, die wir anhand von dem Bibeltext lernen können. Nämlich die erste Wahrheit ist, alle staatliche Autorität kommt von Gott. Paulus hat so aufgeschrieben, denn alle Autorität, staatliche Autorität kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Also das heisst, die staatliche Regierung, die staatliche Einrichtung, der Apparat, ist keine menschliche Idee, sondern das ist etwas, was Gott bewusst geschaffen hat. Und die Wahrheit ist wichtig für alle Menschen in dem Land, auf dieser Welt, aber auch gerade für uns als Nachfolger von Jesus. Warum? Weil wenn Gott eine staatliche Regierung geschaffen hat, heisst das, dass nicht jeder Mensch so kann leben und tun nach seinen eigenen Vorstellungen und Gesetzen, wie es jeder für sich richtig befindet. Dann hat man ein riesen Chaos. Und Gott hat die staatliche Regierung eingesetzt, um einen Rahmen zu geben. Zum sagen, es gibt eine staatliche Regierung, die von mir eingesetzt worden ist. Und die Wahrheit ist auch wichtig für all diejenigen, die eine Aufgabe haben in einer Regierungsposition. Das ist spannend. Der Text redet nicht nur darüber, wie sollen wir uns jetzt verhalten als Christen, sondern es zeigt auch gut auf, was ist eigentlich die Aufgabe von dieser Regierung. Es zeigt nämlich, dass niemand, der eine Regierungsaufgabe ausführen, nach eigenem Gutdünken kann regieren. Weil die Stellung, die sie bekommen haben, die haben sie sich nicht selber gegeben, sondern Gott hat ihnen die gegeben. Und es ist wichtig, dass sie verstehen, dass sie wegen dem unter der Autorität von Gott stehen. Und Gott gegenüber mit Rechenschaft ablegen, wie sie die Aufgabe, die Gott ihnen gegeben hat, ausführen. Das ist eine ganz wichtige Wahrheit. Und es gibt ein Beispiel im Neuen Testament, das gut zum Ausdruck bringt, wo Jesus verhaftet worden ist, ist er bei einem Regierungsbeamten gelandet, nämlich beim Pilatus. Und der Pilatus hat zu Jesus gesagt, du weißt aber schon, dass ich die Macht habe, Jesus, dich freizusprechen, aber ich habe die Macht, dich zu verurteilen und dich ans Kreuz nageln zu lassen. Und dann sagt Jesus Folgendes, ich lese euch das vor, zum Pilatus, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben worden wäre. Merkt man, das bringt es gut zum Ausdruck.
Gott hat eine staatliche Regierung eingesetzt, aber sie handeln, sie können nur handeln, weil Gott ihnen eine Befugnis gegeben hat, eine Autorität gegeben hat. Das ist die erste Wahrheit. Und die zweite Wahrheit, die wir gerade lernen können, ist, alle staatliche Autorität hat die Aufgabe, für Recht und Ordnung zu sorgen. Das haben wir im Vers 4 gelesen. Denn die Regierung ist Gottes Dienerin und du sollst durch sie Gutes empfangen. Wenn du jedoch Böses tust, hast du allen Grund, sie zu fürchten. Schließlich ist sie nicht umsonst die Trägerin der richterlichen Gewalt. Auch darin ist sie Gottes Dienerin, indem sie den Schuldigen zur Verantwortung zieht, vollstreckt sie an ihm das Urteil des göttlichen Zorns. Der Paulus sagt doch Folgendes. Die Regierung ist von Gott geschaffen worden und hat von Gott her eine ganz bestimmte Aufgabe bekommen. Nämlich, dass die göttlichen Gebote, du sollst nicht töten, nicht stehlen, nicht lügen, nicht betrügen und so weiter, dass die eingehalten werden, damit ein menschliches Zusammenleben gedeihen kann. Das ist ihre Aufgabe. Also das, was Gott in den 10 Geboten aufgeschrieben hat, für das ist die staatliche Regierung zuständig, dass das umgesetzt wird. Und sie hat die Aufgabe, dass all diejenigen, die die Verantwortung nicht wahrnehmen, die sich eben nicht nach diesen Geboten halten, nämlich zu bestrafen, zur Rechenschaft ziehen. Und da ist sie Dienerin von Gott her. Das ist die Aufgabe, die Gott der Regierung gegeben hat. Jetzt weiss ich ja nicht, wie es euch geht. Ich möchte von meinem Herz reden. Sich einer Regierung unterordnen, die versteht, dass sie von Gott eingesetzt worden ist. Sich einer Regierung unterordnen, die wirklich schaut, dass Recht und Ordnung passiert, dass die göttlichen Maßstäbe umgesetzt werden können, das ist nicht so schwierig, oder? Herausfordernd wird es dann, wenn Regierungen genau die beiden Wahrheiten nicht erkennen und auch nicht anerkennen. Herausfordernd wird es dann, wenn sie nach eigenem Gutdünken leben. Und das ist damals bei den Christen in Rom der Fall gewesen. Schau, wenn wir die Bibel lesen, ein kleiner Tipp. Wir müssen immer zuerst das damals verstehen, damit wir es heute verstehen können. Was war denn die damalige Situation gewesen? Was war die staatliche Regierung gewesen, wo die Christen gelebt haben in Rom? Ich möchte es euch kurz schildern. Die ersten Christen in Rom, die haben nicht wirklich gute Erfahrungen gemacht mit ihrer staatlichen Regierung. Das römische Weltreich ist nämlich von einem Kaiser, von einem berüchtigten Kaiser, vom Nero regiert worden. Am Nero sein Regierungssystem könnte man in 3 Worten zusammenfassen. Überheblich, ungerecht und korrupt. So hat der Kaiser Nero regiert. Er hat sich gerne als Gottheit verehren lassen. Und das hat natürlich den Christen Zoff gebracht, weil die Christen haben gesagt, es gibt einen Gott und das ist Jesus Christus. Den schaue ich als Gott an, zu ihm bete ich, aber nicht den Kaiser. Und das hat natürlich ihm nicht so gepasst. Am Anfang war die Regierung von Nero nicht so schlimm gewesen, aber seine Grausamkeit hat sich immer mehr angefangen zu zeigen. Er hat nämlich angefangen, Christen zu verfolgen. Er hat die gefangen genommen, hat sie in Arena rausgeschickt und haben, wo sie dort wilde Tiere zum Fraß vorgeführt worden sind. Und tausende von Leuten haben das Spektakel angeschaut und bejubelt. Das war das eine, wo er seine Grausamkeit und Abneigung gegenüber den Christen gezeigt hat. Und das andere war, er hat Christen auch gern aufhängen lassen in seinen Gärten und hat sie als Fackeln angezündet. An einer solchen Regierung sind Christen damals in Rom ausgesetzt gewesen. Merken wir etwas von dieser Bedeutung, die jetzt so ein Text überkommt? Und die grosse Frage der damaligen Christen war, wie lebt man jetzt mit so einer Regierung, die nicht nach Gott fragt, die so viel Gottloses macht? Wie lebt man mit einer Regierung, die sich selber als Gott sieht? Wie sollen wir uns ihr gegenüber verhalten? Und die Frage, die ist durch die ganze Kirchengeschichte durch, hat man die immer wieder gestellt. Und auch heute gibt es keine Regierung auf dieser ganzen Welt, wo wirklich sagt, Gott, wir wollen deinen Willen umsetzen. Es gibt keine Regierung auf dieser Welt, die zusammenkommt und auf Knie geht und vor Gott betet und sagt, Gott, zeig uns, was dein Plan und Willen ist. Wie können wir in deinem Sinn und in deinem Willen unser Land regieren?
Und wir merken, dass auch Ungerechtigkeit, Lügen, Bestechungsaffären, Machtmissbrauch auch vor unseren heutigen Regierungen keinen Halt machen. Wenn man sich das alles vor Augen führt, dann regt sich in einem einen Widerstand, auch als Christ, und denkt, jetzt ist genug. Das kann es doch nicht sein. Wie sollen wir uns als Nachfolger von Jesus gegenüber so einer Regierung verhalten? Was ist denn der richtige Weg, den Gott will? Die Antwort beschreibt Paulus in einem Wort: Unterordnung. Was heisst Unterordnung? Unterordnung heisst, als Christ anerkennen wir zuallererst unsere Regierung. Wir anerkennen und respektieren, dass alle staatliche Autorität von Gott eingesetzt worden ist. Wir anerkennen die Wahrheit, die wir vorher gerade angeschaut haben. Weil Gott sie eingesetzt hat und ihnen den Auftrag gegeben hat, für Recht und Ordnung zu sorgen, bringen wir ihnen unseren Respekt entgegen. Wir sollen sie respektieren und anerkennen, ob sie unsere Meinung teilen oder nicht. Der Petrus war ein Nachfolger von Jesus. Dort ist in seinem Brief, den wir auch in der Bibel lesen können, mal Folgendes geschrieben. Wir sollen uns um des Herrn willen unterordnen. Das heisst, wir sollen die Regierung anerkennen, weil Gott das so von uns will. Nicht, weil ich das denke und weil ich mich danach fühle, sondern weil der Gott, dem wir nachfolgen, das will. Wegen dem sollen wir unsere Regierung anerkennen. Und wir sollen nicht nur unsere Regierung als staatlichen Apparat anerkennen, sondern wir sollen die Menschen anerkennen und respektieren, die so eine Regierungsposition ausführen. Bei uns in unserem Land, unsere Bundesräte, Kantonsräte, Nationalräte, Ständeräte und wie die Räte auch immer alle heissen. Warum? Weil sie in allererster Linie Geschöpfe von Gott sind, wo von ganzem Herzen von Gott geliebt sind. Und wo Gott sich dann noch sehnt, dass auch sie ihm sein Erbarmen dürfen erleben und dass sie zu Nachfolger von Christus werden. Das steht zuerst. Schauen, als Christen, ich rede auch von mir, tut man so einen gewissen Egoismus anfangen entwickeln. Man fängt ein bisschen anfangen, auf die anderen abzuschauen. Aber Freunde, wir lieben, weil Christus uns zuerst geliebt hat. Und nicht umgekehrt. Und die Liebe, die wir von Christus haben dürfen überkommen und erleben, genau die gleiche Liebe sollen auch die Menschen in Regierungsaufgaben können erleben. Wie weit geht aber Unterordnung und Anerkennung? Das ist eine wichtige Frage, weil wir leben in einem Spannungsfeld. Loyalität gegenüber einer Regierung und irgendwie gleich einen gewissen Widerstand. Und das kennt jeder von uns. Auch gerade in den eineinhalb Jahren hat man sich immer so in dem innen bewegt. Wie gehen wir denn damit um? Grundsätzlich gilt unsere Einstellung als Christ soll Unterordnung sein. Aber in diesem Abschnitt innen finden wir auch zwei Hinweise darauf, dass die Autorität vom Staat nicht absolut ist und auch Grenzen hat. Ich möchte euch das kurz sagen. Der erste Hinweis finden wir im Vers 7. Dort sagt der Paulus Folgendes: Gebt jedem, was ihr ihm schuldet. Und das ist eine klare Anspielung auf eine Aussage, die Jesus selber einmal gemacht hat. Man hat Jesus einmal gefragt, ja, sollen wir noch Steuern zahlen? Und Jesus hat den bekannten Satz gesagt, gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört und gebt Gott, was Gott gehört. Also Jesus sagt hier, die staatliche Autorität hat eine Grenze. Wie ich vorhin gesagt habe, die Regierung damals, der Kaiser hat sich gerne als Gott verehren lassen. Und da tut Jesus ganz klar sagen, stopp. Zahlt dem Kaiser die Steuern, die er will und braucht, aber die Verehrung als Gottheit, die kommt nur am lebendigen Gott zu, nicht am Kaiser. Dort ist eine Grenze. Und der zweite Hinweis finden wir im Vers 4, was heisst, denn die Regierung ist Gottes Dienerin und du sollst durch sie Gutes empfangen. Auch da merken wir eine Grenze, weil die Regierung Gottes Dienerin ist,
muss die Regierung selber in diesen Grenzen, in dem Rahmen, wo Gott gegeben hat, von diesen moralischen Gesetzen und Ordnungen selber dort drin agieren. Sie hat die Verantwortung, selber so damit umzugehen und nicht über Grenzen aus. Ein Diener kann nicht einfach etwas machen von sich aus, sondern ein Diener läuft immer im Auftrag von jemand Höherem. Und die Regierung muss anerkennen, sie laufen im Auftrag vom lebendigen Gott. Und weil sie das Gute fördern soll, darf sie auch von ihren Bürgern nichts verlangen, wo die moralischen Ordnungen von Gott verletzen. Also es gibt eine Grenze von absoluter Unterordnung. Grundsätzlich kann man sagen, der Staat ist von Gott eingesetzt, für Recht und Ordnung zu sorgen. Aber es gibt eine Grenze, die erreicht ist. Und ich möchte es in diesem Satz zusammenfassen. Und ich glaube, das bringt es gut auf den Punkt. Wenn der Staat etwas anordnet, was Gott verboten hat, oder wenn er etwas verbietet, was Gott geboten hat, dann müssen wir uns dem nicht mehr unterordnen. Dann müssen wir Gott mehr folgen als den Menschen. Ich möchte es nochmal sagen. Wenn der Staat etwas anordnet, was Gott verboten hat, oder wenn er sagt, ihr müsst etwas machen oder etwas nicht machen, was Gott geboten hat, ist eine Grenze erreicht. Und das finden wir auch in der Bibel. Ich möchte euch ein Beispiel bringen. Das Volk Israel war in der Gefangenschaft in Ägypten. Das ist gewachsen und gewachsen und gewachsen. Die haben sich vermehrt und der König von Ägypten hat Angst bekommen und hat folgendes Gesetz erlassen. Er hat gesagt, alle Buben, die werden nach der Geburt gerade getötet. Das ist Gesetz. Und dann heisst folgendes, über die Hebammen von den Israeliten, die eigentlich den Auftrag hätten müssen ausführen, heisst es, aber die Hebammen fürchteten Gott und befolgten den Befehl des ägyptischen Königs nicht. Versteht ihr? Das ist die Grenze, die erreicht ist, da stellen wir uns nicht drunter. Und ich weiss, das ist jetzt ein sehr eindeutiges Beispiel. Herausfordernd wird es dann, wenn es nicht so klar ist. Oft kommt es ja sehr diffus daher. Das ist wie wenn du am Strand eine Sandburg baust und dann kommt das Wasser und unterspült die Burg immer mehr und mehr und irgendwann fällt sie zusammen. Oder? Wie gehen wir denn das um? Wie können wir das erkennen, wenn das passiert? Das ist eine gute und schwierige Frage. Ich möchte sie so beantworten. Was sind Maßstäbe, die uns helfen können? Ich glaube, ein von den ganz klaren Maßstäben ist Gottes Wort, die Bibel. Wo wir uns daran orientieren können. Ich möchte aber auch hier sagen, ich kann auch Bibelvers dazu missbrauchen, um meine eigene Meinung zu unterstreichen. Das ist auch eine Gefahr, wo man als Christ manchmal reinstehen kann. Darum lasst uns die Bibel immer im Zusammenhang lesen. Immer. Und nicht nur Vers rausnehmen. Weil ich kann mit der Bibel auch sehr viel Ungöttliches begründen. Das ist auch eine Gefahr. Und da brauchen wir Weisheit von Gott, zu sagen, was ist dein Plan und was ist dein Wille. Also Gottes Wort ist so ein Maßstab. Und ein zweiter Maßstab, den Paulus uns hier nennt, ist unser Gewissen. Er sagt das, sondern auch, weil das Gewissen es fordert. Das Gewissen ist nichts anderes als ein Mitwisser, den Gott uns gegeben hat. Und wenn wir als Christen, als Nachfolger von Jesus unterwegs sind, leitet uns der Heilige Geist auch durch unser Gewissen. Oder? Und das merken wir schon, wenn ich das Gefühl habe, ich könnte ja bei den Steuern zum Beispiel, weißt du, das lasse ich glaube ich weg. Dann kommt unser Gewissen, Gottes Geist, und sagt, nein, gibt es nicht. Kennen wir alle, so Situationen. Irgendwie, das haben wir in uns rein, jeder Mensch, aber wenn wir den Heiligen Geist haben durch den Glauben an Christus, wird das noch viel lauter. Dann leitet er uns nach dem Plan von Gott. Also unser Gewissen, wo wir als Maßstab nehmen können. Ein Maßstab, der nicht gilt, um das abwägen, ist jetzt eine Grenze erreicht oder nicht, ist mein eigenes Interesse. Eigene Interessen in dem kann ich zeigen, in dem, dass ich zu wenig Respekt vor der Regierung habe und dann einfach selber tue, machen, was ich will. Das ist nicht richtig. Und Eigeninteresse kann sich auch zeigen im Sinn von, ich kann auch zu viel Respekt haben vor einer Regierung. Aus Angst, ich könnte bestraft werden, wenn ich jetzt da mich nicht an das halte, was sie festgelegt haben, was aber ganz klar nicht dem Willen von Gott entspricht.
Also Gott hilft uns da rein. Und das ist ja schön als Nachfolger von Jesus. Wir müssen so Entscheidungen nicht selber fällen, sondern Gott hilft uns in dem ganzen Ding rein. Und ein praktisches Beispiel, das ich ganz kurz nennen will, wo der Aufschrei durchs Land gegangen ist, dass man für einen Gottesdienstbesuch muss ein Zertifikat haben. Hat sie so geheissen. Oder? Und da haben wir auch gemerkt, hey, jetzt passiert etwas in uns rein. Auch bei uns als Leitung. Wie gehen wir jetzt mit dem um? Weil, nein, das entspricht nicht dem, was Gott will. Weil Gott sagt, es wird nicht diskriminiert, sondern jeder soll kommen. Ja, wie gehen wir jetzt mit dem um? Und darum hat es nachher die Lösung gegeben, dass man gesagt hat, bei uns gilt, dass man ohne Zertifikat kann kommen kann. Einfach mit den bisherigen Massnahmen, die wir jetzt haben. Weil wir sagen, wir wollen das Miteinander, die Einheit, das müssen wir höher gewichten als andere. Und darum sind wir zu dieser Entscheidung gekommen. Das Zweite, was Unterordnung noch heisst, ist, wir tun das, was gut ist. Es heisst im Abschnitt, du möchtest doch leben, ohne dich vor der Regierung zu fürchten, dann tu, was gut ist und du wirst sogar noch Anerkennung von ihr bekommen. Schau, wenn immer eine Regierung seine Macht missbraucht, dann kann es sehr schnell zu Aufständen und zu Rebellion führen. Das ist auch oft in am Anfang unsere Reaktion. Ich habe oft in mir den Widerstand und die Rebellion geführt. Da bin ich offen und gefühlt, da bin ich offen und ehrlich. Aber ich glaube, dass Christus uns den Auftrag gegeben hat, als Christen anders zu reagieren. Vielmehr sollen wir die Waffen vom Licht brauchen. Der Paulus beschreibt das im Vers 12 vom 13. Kapitel so. Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut, und die Waffen des Lichts ergreifen. Mit denen sollen wir kämpfen als Christ. Und nicht mit dem, was allgemein gültig ist, sondern wir haben eine andere Dimension. Wir leben unter einer göttlichen Führung vom lebendigen und allmächtigen Gott. Und der hat uns Waffen gegeben, aber Waffen vom Licht. Und was sind so Waffen vom Licht? Lasst uns das kurz anschauen. Was heisst das, mit Waffen vom Licht kämpfen? Das heisst in erster Linie, wir halten uns an Gesetze und an Ordnungen. An die halten wir uns. Das heisst, wir tun nicht Selbstjustiz betreiben. Gewalt mit Gewalt bekämpfen hat noch nie jemandem etwas gebracht. Sondern wir halten uns an das. Kämpfen mit Waffen vom Licht heisst, wir tun für unsere Regierung beten und tun nicht über sie fluchen. Im 1. Timotheusbrief schreibt der Paulus, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten und Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten. Und jetzt kommt es, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen. Und schau, liebe Freunde, das predige ich mir selber. Man ist schneller beim Fluchen als beim Segnen. Waffen vom Licht heisst, und jetzt beten wir für sie, dass sie den göttlichen Plan erkennen, dass sie umkehren können, dass sie die Weisheit bekommen zum Regieren, dass sie erkennen, dass Christus der wahre Gott ist, dass sie sich ihr Herz ihm zuwenden sollen. Aber wir beten das nicht, dass es uns nachher besser geht, sondern wir beten, dass sie den lebendigen Gott kennenlernen. Verstehen wir? Weil auch da können Gebete oft egoistisch sein. Ich bete jetzt einfach, damit ich nachher wieder meine Ruhe, meine Freiheit habe. Ist auch nicht falsch. Aber wir sollen für die Regierenden beten, damit sie zuallererst wieder erkennen, dass sie unter der Autorität von Gott stehen und dass sich er danach sehnt, um Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Und Waffen vom Licht brauchen heisst, es bedeutet auch, wir verhalten uns vorbildlich. Vorbildlich heisst ganz praktisch, der Paulus sagt hier im Vers 6 bis 7, darum ist es auch richtig, dass ihr Steuern zahlt. Denn wenn die Beamten sind Gottes Diener, die ihre Pflicht tun, damit der Staat seine Aufgabe erfüllen kann. Gebt jedem das, was ihr ihm schuldet. Zahlt dem, der Steuern einzieht, die Steuern. Zahlt dem Zollbeamten den Zoll. Erweist dem Respekt, dem Respekt zusteht. Und erweist dem Ehre zusteht. Schau, wenn man mit einer Regierung nicht einverstanden ist, hat man das Gefühl, so, da mache ich nicht mehr und da mache ich nicht mehr. Ich habe mal mit jemandem geredet, der hat Jesus nicht kennt, der hat gesagt, ah, da ist mir verleiden mit der Regierung, jetzt zahle ich keine Steuern mehr. Denke ich, ja, das wird wahrscheinlich nicht ganz aufgehen. So. Aber verstehen wir, das ist vielleicht ein bisschen etwas zum Schmunzeln, aber in uns haben wir doch genau den Hang, auch als Nachfolger von Jesus. Ich kriege das nicht über, dann kriegt er das auch nicht mehr über. Nein,
Vorbildlich verhalten heisst, wir zahlen auch Steuern zahlen. Damals hat der Kaiser Nero nebst den normalen Steuern indirekte Steuern zum Auftrag gegeben. Und das war unglaublich verhasst gewesen. Und dann hat er gesagt, gut, ich schaffe sie wieder ab. Hat sie gleich nicht abgeschafft. Dann sind die Leute auf Barrikaden. Und Christen auch wollen auf Barrikaden. Und der Paulus hat gesagt, stopp. Zahlen eure Steuern. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Aber gebt Gott, was Gott ist. Vorbildlich leben heisst, ich tue diesen Menschen Respekt entgegenbringen. Ich tue sie ehren und achten. Und meine Frage ist zum Schluss, warum sollen wir uns als Christen dem Staat gegenüber so verhalten? Warum lohnt sich das denn? Zwei motivierende Beispiele zum Schluss. Einerseits, weil wir durch so ein Leben unsere Kritiker können zum Schweigen bringen und ihnen zeigen, dass wir anders sind, als sie denken. Schau, als Christen stehen wir in einem Schaufenster. In unserer Nachbarschaft, wenn du am Sonntagmorgen in den Gottesdienst gehst, deine Nachbarn wissen das, dass du immer zu der gleichen Zeit aus dem Haus ausgehst. Am Arbeitsplatz, ich weiss jemand, dem seine Arbeitskollegen sagen ihm Fischli-Bruder. Oder? Weil sie wissen, dass er ein Nachfolger von Jesus ist, das Erkennungszeichen der Christen früher war das Fischli. Wir stehen in einem Schaufenster und spannend ist es, dass die Leute auf uns Christen schauen und sagen, jetzt bin ich gespannt, wie sie reagieren. Auf gewisse staatliche Anordnungen. Jetzt sind wir gespannt. Und damals war es so, eben die Versuchung, dass man auch verleumdet worden ist von solchen Leuten. Und eben die Christen hatten die Versuchung, haben, hey, jetzt tun wir gleich zurückgeben. Aber der Apostel Petrus sagt in seinem Brief, Gott will, dass ihr durch ein vorbildliches Verhalten das törichte Gerede derer zum Verstummen bringt, die euch aus Unwissenheit verleumden. Wenn wir uns so verhalten und unsere Regierung respektieren, dann kommen unsere Kritiker zum Verstummen und sagen, hey, die leben eine ganz andere Kultur. Die leben eine göttliche Gegenkultur. Und das macht lustig. Erzähl mir mehr von dem. Warum haltest du so? Und das ist die Sache vom Evangelium. Viel mehr dient, als wenn wir irgendwie auf Barrikaden gehen. Und ein zweiter Grund, warum sollen wir uns als Christen so verhalten? Und das finde ich das absolut Größte. Weil Jesus Christus alles in seinen Händen hat. Wenn Gott sagt, dass wir uns dem Staat unterordnen sollen, heisst das nicht, dass es ihm egal ist, wenn der Staat seine Macht missbraucht oder die Gesellschaft im Chaos verschwindet. Und es heisst auch nicht, dass die Mächtigen auf dieser Welt einfach tun können und lassen, was sie wollen, ohne dass es Konsequenzen hat. Als Nachfolger von Jesus müssen wir nicht in Panik kommen, wenn die Regierung Sachen macht, die nicht gut und nicht göttlich sind. Schau, eins dürfen wir wissen, wenn Gott Menschen die Macht gibt, die ihn nicht anbeten und ihre Macht missbrauchen wollen, verliert Gott Gerechtigkeit nie aus den Augen. Nie. Das ist auch Evangelium. Und aus diesem Grund ist es letztlich auch nicht an uns als Nachfolger von Jesus für Recht und Ordnung zu sorgen, sondern wir dürfen das Gott überlassen, weil Gott ist der gerechte Richter und jeder Mensch unterliegt seinem göttlichen Gericht und muss mal für das Rechenschaft ablegen, was er gemacht hat. Jede Regierung, aber auch du und ich. Jesus hat es einmal so gesagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Jesus hat alles in seiner Hand, ihm ist alle Macht gegeben. Schau, und dass Jesus alles in seiner Hand hat, das zeigt uns das Kreuz. Das Kreuz, wo Jesus Christus gestorben ist, das Kreuz ist das Zeichen, dass Gott alles in seinen Händen hat und mit Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit fertig wird und zum Guten kann wenden. Durch seinen Tod und durch seine Auferstehung von Jesus Christus hat er den grössten Sieg gegen den grössten Machthaber von dieser Welt, nämlich den Teufel, errungen. Es ist passiert. Es ist vollbracht. Der grösste Machthaber von dieser Welt, der immer noch versucht, sein Zeug zu machen, ist besiegt. Er hat im Moment noch ein bisschen seinen Handlungsspielraum, aber er ist schon angebunden.
Und schau, Christus hat auch den Sieg errungen über Sünde, über das, was uns trennt von Gott, für das, was zu einem gottlosen Leben führt. Und jeder Mensch, der Jesus Christus im Herzen hat, hat durch das erfahren, dass Jesus Christus den Sieg errungen hat und dass er es im Griff hat. Dass er alles in seinen Händen hat und dass er Gerechtigkeit schaffen tut. Und Christus, und das glauben wir Christen, wird eines Tages wiederkommen. Und wird die komplette Gerechtigkeit wiederherstellen. Freunde, das ist unsere Perspektive. Jesus hat alles in seinen Händen. Und weil ich das weiss, und da kann ich euch ehrlich sagen, das ist das, was mich durch die ganze Corona-Zeit durch bis zum heutigen Tag geleitet hat. Mir das in Erinnerung gerufen, dass Christus auf dem Thron sitzt und regiert. Und er alles in seinen Händen hat. Und dass er es gerecht machen wird und ich es nicht muss. Und weißt du, was ist bei mir passiert? Ich bin ruhig geworden. Wenn ich muss sagen, das ist nicht meine Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, als Christen eine göttliche Gegenkultur zu leben. Jetzt noch mehr als vorher. Das ist unser Herzschlag.